Hallo liebe Freunde der grilltechnischen Unterhaltung, mein Name ist Michael, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute, ja, so richtig was auf dem Grill machen möchte ich nicht, aber ich möchte diese neue Grillgusspfanne, die ich mir gekauft habe, einbrennen. Wie ich das mache, warum ich das mache und vielleicht so ein bisschen was über Pfannen nebenbei, das könnt ihr euch jetzt im Video angucken. So, ich wollte öfter mal was auf dem Grill in der Pfanne machen und ich habe ja so da den Deckel von dem Dutch Oven und ich habe so eine Eisenschwenkpfanne für Steaks und alles. Aber so für ein paar Hähnchenschenkel und so rein zu tun, so eine große hatte ich noch nicht. Da bin ich hingegangen und habe mir einfach mal eine aus China geholt. Und zwar die billigste, die ich bei einem bekannten Online-Händler kriegen konnte. Für sage und schreibe 22 Euro kostenlosen Versand. Hat hier zwei Ausgüsse dran. Sogar mit Abtropfkante, dass es nicht so rumsaut. Hier ein Griff, hier zwar nur, leider nur einen kleinen, aber das ist auch ganz praktisch, wenn man das Ding so in den Grill reinmachen will. Ich habe das Ding gewogen. Es hat ein Gewicht von 3,2 Kilo. Wenn ich jetzt eine teure Gusspfanne kaufe, dann habe ich auch nicht viel mehr Gewicht. Und das Gusseisen ist Gusseisen. Also ja, ich habe zum Beispiel hier mal von meiner Frau aus ihrem Hobbyraum eine ausgeliehen. Das ist von irgendeinem so Franzosen-Typ hier, Le Creuset oder. Wie der Fachmann wahrscheinlich Le Creuset oder so oder Le Creuset. Die ist sogar noch emailliert von außen, dass die nicht kaputt geht. Aber ja, ich will die im Garten benutzen. Und das Ding, das kostet, ich glaube, die kostete 150 oder so. Und das Ding hier kostet 22. Also für mich klar, dass ich die hier nehme. Ich wollte auch unbedingt eine haben, die so um die 30 cm hat. Und da kommen wir hier bei der auch. Stand 30 cm hat 29, irgendwas, aber. Weil ich weiß, in welcher Maßeinheit die da in China messen. So, die Oberfläche hier ist relativ rau. Im Vergleich zu den teureren. Das ist. Und auch das spielt mir quasi in die Karten, weil ich will ja, dass hier eine Patina einbrennt. Und wie ich diese Patina einbrenne, das wollen wir jetzt machen. Deshalb habe ich die schon mal ausgewaschen. Weil als allererstes und auch das letzte Mal muss man die, wenn man die bekommt, mit. Spüli und was weiß ich mit dem Schrubberschwamm so richtig auswaschen. Die Chinesen, ich will nicht wissen, vielleicht pinseln die das mit Mineralöl ein. Ich will es ja nicht hoffen. Ich denke mal schon, dass die Lebensmittelöl nehmen. Ach ja, mir ist eingefallen, hier steht auch noch die Marke. Kichli. Ist wahrscheinlich irgendein verdienter Parteioberst da irgendwie. Naja. Ach so, die Tiefe ist ja auch noch interessant bei so einer Pfanne. Ich habe hier so irgendwo zwischen 5 und 6 Zentimeter eher in Richtung 5. Gut. Wieder zum Einbrennen. Das Ding braucht eine Patina. Und zwar darf, wie gesagt, man spült es einmal mit Spülmittel aus, spült es danach nie wieder mit Spülmittel, weil man dadurch die Patina zerstört. Der Vorteil hier bei so einer Gusspfanne im Vergleich zu so einer von, weiß ich, die mit irgendwie Teflon ausbeschichtet ist oder irgendeinem anderen Krempel, da kann man nicht mit dem Messer drin rumschnitzen, weil dann geht der Teflon-Kram ab und hat man dann im Essen drin. Und hier, da kann man auch mal mit dem Messer reinschneiden, wenn da so ein kleiner Kratzer in der Patina ist. Wenn man fertig ist mit Kochen, ist der sowieso wieder zu. Und ob die hier unten drunter unter der Patina verkratzt ist, wenn das irgendjemand interessiert, dann sollte er da mit dem Holzkochlöffel drin rumrühren, aber ich mach's nicht. Gut, wir brauchen ein Öl dazu. Ich nehme hier irgendeins und zwar, ich habe normalerweise hier für auf dem Grill habe ich so ein Hochtemperaturöl und das würde ich nicht nehmen, weil beim Einbrennen möchte ich, dass das Öl möglichst quasi kaputt geht fast. Und damit die Patina daraus entsteht. Und dann würde ich ja kontraproduktiv sein, wenn ich da so ein hochtemperaturfestes Öl nehme. Ja, und halt ein paar Lappen zum Einpinseln. Die Patina selber entsteht halt nur in dem Bereich, wo das Ding auch nachher mit Essen in Kontakt kommt. Und hier drumherum ist die Pfanne nachher quasi ungeschützt. Deshalb muss man die jedes Mal, wenn man mit Grillen dann fertig ist und das Essen rausgetan hat und die mal ein bisschen sauber gemacht hat, mit klarem Wasser, muss man die mit so einem Lappen hier mit Öl einreiben. Und das einen Tag später noch machen sollte, das muss jeder selber entscheiden. Am besten ist möglichst früh, nachdem das Essen da raus ist. Essen kann man vielleicht vorher schon noch, aber sollte halt nicht lange da rumstehen und dann mit Sauerstoff, die pure Oberfläche mit Sauerstoff in Kontakt kommen. Lustige Sache ist, ich habe hier die Originalanleitung aus China. Ja, ich habe nicht alles groß verstanden, aber wichtig ist, dass hier ein. Hier steht schon Warning in roten kleinen Textfeld drin. Und da steht:
To avoid rusting after washing, please heat the cast iron to complete dry interior and exterior. Also, die meinen, dass man das Ding nach Gebrauch und nach dem Waschen so aufheizen soll, dass da kein Wasser mehr dran ist, damit es eben nicht rostet. Weil damit Eisen rostet, braucht es Sauerstoff und Wasser. Naja, also wenn ich das Ganze nachher mit Öl anreibe und so, wie wir das hier so quasi traditionell seit Großmutters Zeiten machen mit dem Einbrennen, kommt auch kein Sauerstoff bis an das Eisen ran und auch kein Wasser. Und dann ist das so, dann ist das, rostet das auch nicht. Also, naja, vielleicht machen die das da so. Keine Ahnung. Okay, also, ich habe die Pfanne sauber. Das Ganze, was da als Korrosionsschutz drauf war, während des Transportes, ist abgewaschen. Ich habe mein Öl hier, Dingens, Tücher, um das dann einzureiben. Und jetzt können wir auch schon ab zum Grill gehen damit. So, weil zuletzt mal die Frage der Beleuchtung aufkam, fällt mir gerade ein, weil es hier liegt. Ich habe hier diese, kostet einer 6,99 Euro, 10 Watt LED-Strahler, IP66. Das bedeutet halt, dass man die auch draußen aufhängen kann und so. Davon habe ich hier drei Stück für 18 Euro seit 3 Jahren hängen. Leuchten perfekt, ist noch nichts dran kaputt gegangen. Kann ich nur empfehlen. Kann man sich, wenn man dann irgendwie LED-Strahler, die billigsten, einfach aussucht. Man muss halt gucken, wegen der Wartezeit kann man sich ja mal selber aussuchen. So, jetzt haben wir die Pfanne hier schon länger draufstehen. Kann sehen, 250 Grad ungefähr in der Mitte bis hoch zum Rand hin, 200, 160 da hinten. Vielleicht von da kommt ein bisschen Wind. Ja, da, alles gut. So, jetzt kommt da ein bisschen Öl rein. Das Öl wird jetzt bis zum Rand hoch verstrichen, dass überall das ganze Ding eingesaut ist. Riecht ein bisschen wie Popcorn im Kino. Und jetzt muss man einfach ein bisschen warten. Man sieht schon hier so leicht bräunliche Patina entstehen, das Öl verbrennt. Ach so, falls ihr mal so eine Gusseisenpfanne irgendwo findet, keine Ahnung, auf dem Schrott von mir aus, dann könnt ihr die ganz einfach wieder sauber machen und weiter benutzen. Also manche machen das einfach nur mit der Drahtbürste. Und wenn man ein bisschen besser haben will, dann kann man das auch sandstrahlen. Also müsst ihr euch einfach mal irgendwie umhören im Industriegebiet oder am nächsten, was ihr da habt. Da wird es wahrscheinlich irgendwie einen Pulverbeschichter geben oder sowas oder eine extra Sandstrahlfirma. Kann man das strahlen lassen, dann ist das blitzeblank. Kostet ein Apfel und ein Ei. So, hier kann man schön sehen, wo noch flüssiges Öl ist und wo schon in der Mitte quasi getrocknetes Öl, also mehr oder weniger dann Patina ist. Die erste dünne Schicht von vielen, vielen Schichten, die noch in die Pfanne reinkommen werden. So Leute, die Pfanne ist jetzt wieder abgekühlt. Das hat auch relativ lange gedauert, deshalb ich bin eigentlich mit dem Produkt an sich ziemlich zufrieden. Jetzt, wo ich es mal ein bisschen ausprobiert habe und damit rumgespielt habe, also Materialstärke, wie gesagt, ist für mich auch definitiv ausreichend. Qualität würde ich auch als gut einschätzen. Und hier, da wo die empfindlichen Stellen sind, wo die gerne mal brechen, wenn man sie hinfallen lässt oder so, ist das auch was dicker und die Übergänge sind alle schön in Radien, dass da keine Bruchkante entsteht. Ja, während die jetzt abgekühlt ist, habe ich mir natürlich die komplette Anleitung durchgelesen. Nein, habe ich nicht. Ich habe mir die komplette Verpackung durchgelesen. Und habe festgestellt, dass hier pre-seasoned oder so steht. Ich gehe mal davon aus, dass es eigentlich heißt voreingebrannt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und so wie die aussah und wie die jetzt aussieht, bin ich mir echt ziemlich sicher, dass das hier irgendwie, wer weiß, was bedeutet. Aber naja, für 22 Euro, echt Leute, kann man gar nichts verkehrt machen. In diesem Sinne, Leute, irgendwann werde ich ein paar Videos davon machen. Falls ihr noch nicht Abo gedrückt habt, könnt ihr unten machen. Werdet ihr immer schön informiert über neue Videos von mir. Ansonsten
Ich empfehle mich. Oh, jo, wei, wei. Jetzt hätte ich was vergessen. Natürlich ist sie ja jetzt nur von innen eingebrannt. Und deshalb, jetzt bin ich fertig mit dem Ding. Das kommt jetzt erstmal auf Seite. Ein, zwei Tage. Oder zumindest bis morgen. Und deshalb werde ich es jetzt mal überall schön mit Öl einreiben. So wie man das auch mit dem Dutch Oven macht. Damit man lange was daran hat. Das ist wie bei den Frauen.